Liebe Zuschauer, die dieses Video hier angeklickt haben, danke, dass ihr euch zu diesem Ding hier verirrt habt. Denn dieses Video hier ist ganz besonders. Es wird im Hochschrein, inmitten von all den unnötigen Videos, die sowieso niemand sehen will. Es ist ein wahres Prachtgebiet unter den anderen Trash, den man so findet. Und deshalb! Willkommen zum Let's Play Super Mario Maker. Part 2. Und ich möchte euch gleich zu Beginn mal ein paar Easter Eggs zeigen. Wenn ich ans Skinhead schon käme. Okay. Wow. Such immer schwierig mit dem Kabel des Kopfhörers. Also, auf jeden Fall gibt es ein paar Secrets. So zum Beispiel, wenn man das sucht, wenn man hier irgendwo hinklickt, dann kommt dieser Schwimmstein-Stoffe. Ja, Mann, das ist eine wahre Schönheit. Und deshalb streife ich dich. Meine unnötigen Kopfhörer. Oh, du bist ein bisschen größer, wenn du das machst. Naja, also. Beim Super kommen Sterne raus, weil Sterne sind super. Gut, beim M gelangt man sich in Lager. Gut. A. Woohoo! Auf R kommen Münzen raus. Wenn es mir jetzt so einfach wäre. Beim I kommt ein Vogel, denn das geht zum Mario Maker hinzu. Oh, und ein Boot! Ja, da steig ich doch gleich mal ein. Gut, beim M. Nein. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne unter das M rutschen. Ja, ungefähr so. Gut, jetzt ist kurz auf meinem Kopf. Nein, natürlich. Dann auch die Zweck. Das Kabel. Ich würde jetzt sagen, da erinnert man sich an die alten Zeiten, wo Mario noch in Schwarz-Weiß war, aber Super Mario Bros. Ist ja schon ein Vorgang von dem hier. Ist das Super Mario Land oder was? Dann eh kommt ein Dunkel raus. Ich vergesse immer, wie man zu einem Dunkel kommt. Allerdings würde ich ganz gerne das Sprungding auch bei mir haben. Was? Nein! Wo bleibt er? Keine Ahnung. Und so kann man beim Title Screen sterben. Ja, das ist wirklich ein sehr besonderes Spiel. Man kann es nicht übertreffen. Okay, was habe ich denn für heute vor? Wir nehmen heute die 10. Nein. Nein, das machen wir nicht. Anstelle dessen. Will ich euch mal ein paar Sachen zeigen und jetzt kommen die Benachrichtigungen. Oh, ich dachte schon. Egal. Also. Na, wo kommt man dazu? Genau, hier beim Car Spot oder Core Spot gibt es nämlich ein paar spezielle Level. Und bevor wir uns die anschauen, schauen wir uns zuerst mal meine Level an. Und zu Beginn ist ein ganz interessantes Level. Was dieses Level zu bedeuten hat, wird wohl niemand verstehen. Außer ihr heißt wie ich und hat dieses Level gefunden. Jedoch hat nur ich es gefunden. Also weiß niemand, was ihr meint. Und ja,
stimmt. Denn im System, wenn man Super Mario Maker startet, dann kommt ein Tutorial. Und dort muss man das erste Level ausfüllen. Da ist dann alles so weg. Und bei mir hatte ich noch nicht alles ausgefüllt. Und es hat trotzdem gesagt, dass ich fertig bin. Und ich beginnen kann, meine eigenen Level zu kriegen. Und ich würde mal jetzt mal ganz gerne probieren, hier ich diese Erfahrungsstand zu erreichen. Und ja, es hat geklappt. Beim Original konnte man über die Fahnenstange drüber. Heißt also, man könnte hinter die Fahnenstange, aber das war nicht interessant. Also. Ja. Das ist mein erstes richtiges Level. Zuerst kam es für mich eine ganz coole Idee vor. Heutzutage ist es einfach nur irgendwie nur ein richtiges Level. Also nicht besonders interessant, aber mein erstes richtiges Level, als von dem her. Ja. Es gibt schlimme erste Level, würde ich mal sagen. Auch wenn es jetzt ziemlich nach Spam aussieht. Also, es ist nämlich so, dass wir uns diese Lakitus gut einteilen müssen, damit uns nicht die Wolken ausgehen, bevor wir beim Ziel sind. Und habt ihr euch schon mal gesagt, dass das Level nicht sehr spektakulär ist? Wenn nein, dann ist es so. Man kann nicht mal mit der Stampftacke durch. Also das Level ist schon schwierig. Wie ich hier noch wunderbar gesehen habe. Aber ich glaube, es gibt einen Stern irgendwo. Also, ja, ich weiß, dass es ihn gibt, weil schließlich habe ich jetzt den Stern gesetzt. Weil ich ein bisschen Nase hatte mit den Menschen. Ich habe das Gefühl, die Menschen waren noch nicht bereit für das Ganze. Also habe ich ihn mal ein bisschen nachgebaut. No, und dort ist er! Hallo! Na toll. Deshalb kann es der Mann ziemlich aufregen. Aber naja. Ich spiele das hier trotzdem durch für euch. Auch wenn ich weiß, dass es sehr schlecht ist. Ich muss es machen. Die Welt will es von mir. Oder auch nicht. Was werde ich dann bei den Pixeln? Aber jetzt erstmal ganz dem Spiel widmen unsere Aufmerksamkeit. Also, so schwierig ist es. Ich hab irgendwie Angst, dass ich jetzt sterbe. Bim bam bam. Ah! Nehmen wir mal an, wir haben es geschafft. Nehmen wir mal an, wir haben das Level geschafft. Und jetzt kommt das zweite. Die Challenge Rooms. Ich habe mich da ein bisschen von Kindern. Das hier sind halt Challenge Rooms und hier gibt's Challenge. Ja, wir müssen das Level schaffen. So einfach ist es. Beim ersten Raum ist eigentlich noch ganz einfach, bevor ich vorhin gefällt habe, aber. Nehmt mal an, dass nie passiert ist. Okay. Aber der zweite Raum, der ist dagegen schon schwieriger. Ich weiß nicht, ob reden, habe ich jetzt langsam mal genug davon, um jetzt zu sterben. Ich würde ganz gerne mal beim Level vorankommen. Und das Fiese bei diesem ersten Raum ist, wenn man es nicht schafft, mit der Feuerblume alle zu killen, dann. Hat man nicht mehr so gut zu packen. Das habe ich nicht so gut überdacht. Ich hätte lieber so eine Rüde setzen sollen und sollte nicht mehr so gut. Wollte ich nur mal gesagt haben, falls ihr auch so ein Level machen wollt, aber kleiner Tipp. Macht nicht so. Oh, kann ich das skippen hier? Ja. Okay, das Level ging noch ein bisschen weiter, aber ist wirklich uninteressant. Von dem her geht es jetzt für uns weiter ins nächste Level. Das wir auch mal legal hinkriegen.
Everything Underwater, was ich, by the way, ganz falsch geschrieben habe. Yay! Früher habe ich wirklich alles abgeloadet. Also, ich meine jetzt nicht von Videos, sondern von Level. Und das hier sollte eigentlich ein Titanic Level werden, aber ich habe festgestellt, dass man nicht unendlich viele Kugeln wie die schieße. Gibt es den Namen? Oh, und diese Stelle hier ist falsch. Das heißt falsch, ist schwierig. Man muss sich nämlich getimt fallen lassen und sich nach rechts schleudern lassen. Allerdings ist das wirklich nicht so einfach. Ich kann schon sagen. Ja, so. Und hier ist mal wieder schönes Gegnergespamme, was halt üblich ist bei nicht so viel. Und sie hat schon nicht gespielt. Ich glaube, nur vorbeigeschwommen. Oh. Und ich merke gerade, ich hätte auch bei mir doch nicht. Ich habe gerade gedacht, es gibt dort ein Item, aber nein, da war ich wohl nicht so freundlich. Genauso wenig freundlich wie diese Dinger hier. Ja, diese Springplattform-Dinger. Oh no! Achso. Bisschen Kumpas rächen sich ganz gerne. Bitte, ich wollte ihn umbringen, bin auf ihn gesprungen, aber er hat sich eben gerecht, indem er. Gibt es was da? Gerecht. Gerecht. Ja, doch. Sind die komisch. Ich erinnere mich manchmal an Wörter nicht, die eigentlich ganz auf dem Fall sind. Und diesmal mache ich nicht den Fehler, aber mache dafür einen anderen Fehler. Ah, doch nicht. Okay. Jetzt bitte, Gumbas, bleibt weg. Ich finde es auch irgendwie unlogisch, dass man die Gumbas nur tötet hat, wenn man von oben auf sie reinspringt. Ich meine. Ja, das macht doch nicht so viel Sinn. Denn es wirkt ja nicht so viel Kraft auf sie auf. Oh, war ich hier assoziiert? Nein. Ich weiß nicht. Und das war's auch schon. Also wieder ein uninteressantes Level. Und das Level nach diesem hier ist, glaube ich, nur gegen das Level. Das zeige ich euch nur kurz, aber ist so schlecht, dass. Macht ihr euch nicht dazu. Oder? Was ist das? Ja, doch. Okay. Also, das ist die Definition von einem schlechten Level, würde ich mal sagen. Aber wenn ich jetzt den First Try schaffe, dann müsst ihr alle einen Gang hochgehen. Und das ist einfach nur verrückt und man muss jetzt lernen, man muss einfach nur merken und. Oh no! Okay. Ich habe keinen Bock auf das Level, weil es ist einfach nur schlecht. Und deshalb geht's weiter zu meinem ersten guten Level, wenn man es so nennen darf. Ist nicht wirklich gut, aber im Vergleich zu den anderen hat es wenigstens einen Sinn. Übrigens, ich habe es Marathon genannt, weil es für mich extrem lange vorkam. Und ja, ich weiß, es ist nicht lange, weil es. Ich habe nur ein Screen benutzt, denn als ich dieses Level wiedergestellt habe, hatte ich noch nicht Zugang zu den Bildern. Also entschuldigt uns bitte. Das fehlt ganz nett. Wow. Und hier weiß ich gerade nicht, wie man ausweichen soll. Hier muss man unter der Kugel wieder durch. Oder halt so. Wie es einem halt passt. Und ich glaube irgendwie, das sollte jetzt nicht passieren. Ja, das sollte ganz sicher nicht passieren. Und das genauso wenig. Damals gab es auch keine Checkpoints, leider. Also von dem hier wird es ein ganzes Spiel gepasst. Wobei, das hat hier gar nichts damit zu tun. Wenn es Checkpoints gibt, ist es ja einfach nur einfacher. Es kommt hier nicht drauf an, wie schnell man es schafft. Ich kann nicht mehr. Wenn man es schafft, sondern etwas wie schweres man schafft in einer schwierigen Situation. Zum Beispiel ein unglaublich schwieriges Level mit einem Stern ist einfacher als ein nicht so unglaublich schwieriges Level ohne Stern. Und wenn
Leider konnte ich jetzt die Wolke nicht erwischen, aber das ist halt so wild. Aber man muss schon sagen, die Lakitos mit Feuer, die sind schon recht asozial, weil wenn die die Feuerbälle in die Lava schmeißen, dann agieren die halt wie normale Feuer-Damage. Ganz so nett. Das war schon so. Wow! Kann ich bitte mal einmal erklären, wie ich das jetzt gerade geschafft habe? Und so. Immer diese Hotfacts. Müsste ich hier nehmen, andere Sachen reinwischen. War jetzt schon ein echt schwieriges Leben. Das muss man ihm zugute halten. Er lässt nicht einfach jeden zweiten Tag eine Prinzessin jagen. Und dann ganz neue Dankeschön bekommen. Und am nächsten Tag wieder an die Arbeit. War jetzt schon echt sein Leben. Aber naja, wenigstens hat er gut Spiele. Jedenfalls sind die meisten. Soll ich denken, wie es war? Das habe ich nämlich kürzlich gespielt. Boah, und das sollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Und dieses Ding da hochziehen. Das ist dann eher nicht so angenehm entscheiden. Aber ich habe es jetzt so gemacht. Naja, viele sind hier wohl erlaubt. Aber so viele schon. Diese Fax ist ein einziger großer Führer. Also, ja, wer sich gut fühlen will und denken will, ja, ich hab guten. Der schaut dieses Video hier an, weil ich bin echt nicht so gut im Level entwerfen. Ich hätte irgendwie viel mehr Spaß dabei, andere Level zu spielen, weil man, ich weiß nicht. Aber letztes Mal mache ich wieder ein bisschen mehr Level. Es geht darum, Level zu machen und nicht nur Level zu spielen. Das ist jetzt besonders dran. Also ja, es ist auch besonders dran, dass man online Level von anderen spielen kann. Aber das hier ist halt einfach so das Grund. Das Grundidee. Ja. Die ist echt fies. Vielleicht hätte ich den nicht dorthin gesetzt. Da kriege ich schon mal die Waffe und dann kommt der Quatsch. Nicht, nicht, auch nicht. Aber der Anfang ist schon echt okay, oder? Ich meine, man muss ja auch schon, wie man den dort einfach so umbringt und so hier zahlen. Okay, das hier ist jetzt nicht mehr so gut. Aber viele sind jetzt zu entschuldigen. Und man macht Fehler, wenn man sich vergessen kann. Und das habe ich gemacht. Ja, das wollte ich schon jetzt die ganze Zeit machen. Ich überlege gerade, ob ich das gerne nicht skippen will. Okay, ich probiere noch drei Fälle. Und zack, ich hab's an. Ihr müsst die Schocke und die Schocke zu verpassen. Das sollte man lernen, um die zu verlieren. Wow, und ich hätte es diesmal sogar geschafft, den Kopf abzureißen. Ah, irgendwann sind meine Gegner schwierig zu erinnern. So auch Hotheads und Swans und was nicht alles gibt. Ja, das Glück ist mit mir. Oh. Hoffentlich ist es weiter schnell ins Glück, denn diese Stelle hier ist nicht wirklich nett. Das ganze Level ist nicht nett. Oh. Und ja, ich kann schon sehen, es gibt am Ende einen Basen. Wenn ich schon die zweite Welt hätte, dann würde ich den Basen dort platzieren, dann ziehe ich die ganze Zeit die Feuerflammen stehen, denn es war gar nicht so gut.
Angst. Aber naja, Schwierigkeit ist ja extra Schwierigkeit und Schwierigkeit ist ja eigentlich nicht so schwierig. Zumindest in den meisten Spielen. Nicht in Mario Maker, denn dort gibt es viele Level, die viel zu schwierig sind. Das ist doch also ein Fehler, den sehr viele machen. Sie nehmen, ja, Menschen wollen schwierige Level, das ist so viel zu einfach. Und dann machen sie irgendwelche Regeln gesperrt und dann denken sie, oh, das schafft niemand. Aber die Kunst liegt ja darin, gute Level zu machen, die schwierig sind. Und diese Level sind dann auch gut und nicht einfach nur schwierige Level, die nicht gut designt sind. Eigentlich könnte ich jetzt genauso gut aufgeben, weil wenn man diese Worte nicht bekommt, wird das Leben sehr schwer. Soll man es hier schaffen? Wenn ich mal fragen dürfte. Ich glaube gerade, man kann es nicht schaffen. Nee, man kann es nicht schaffen. Okay, dann exitiere ich jetzt mal den Kurs. Ihr habt den größten Teil gesehen, danach kommt man ganz nach oben und kämpft dann gegen Bowser, aber das ist ein Level von einem meiner Freunde. Das war sein erstes Level und das ist gar nicht so schlecht dafür. Klar, ich habe auch ein bisschen mitgehalten, ne? In letzter Zeit macht es mir irgendwie mehr Spaß, das Level zu machen und zu zeigen. Und ich überlege gerade, hätte ich die Kreuz nicht nehmen sollen, weil ich glaube, dass ich kann es mir durchaus denken, dass jemand so asozial war und hier ein Loch gemacht hat. Und zwar die Kamera nach unten und nach oben schwarz, sieht man es halt nicht. Wow. Ich hoffe, wir müssen nicht nach oben. Oh ja, stimmt. Hier gibt es eine Tür, die einen dort zum Buzzer bringt. Aber das sollte man nicht nehmen. Okay, ja. Denn so. Ich glaube, diese Tür hier bringt einen. Nein! Immerhin ist eine Abkürzung. Und hier ist mal wieder Gegner, die spammen mir nichts. Aber das ist hier üblich so. Bei den Lernen bis jetzt. Aber ich glaube, ich werde die Tür auch jetzt nehmen, weil sie ist natürlich eine Abkürzung. Wenn man weiß, dass das hier kommt, boah, dann kann man es beweisen und ich glaube, es sollte die Worte nehmen, denn da vorne gibt es einen Schacht, einen Schmutz. Oh, nein, das ist so knapp. Ich bin fast eingeschlossen worden dort. Ich glaube, das war sogar unser Plan. Naja, dann halt nichts. Nichts kommt in seinem Leben. Das muss man machen. Dann freak out. Nee, das Level spannend ist. Und hier kommt das seltsamste Level. Das ist das schlechteste Level meiner Meinung nach. Klar, das ist eine coole Idee und so, aber ist immer noch schlechter. Aber irgendwie ist das hier das Level von mir, das die meisten Sterne hat. Ich verstehe es bis heute nicht. Mögen das die Leute? Oder. Ich gebe mir manchmal nicht viel Mühe bei den Leveln, aber dann kriegen sie überhaupt keinen Stern. Und das hier, das habe ich, denke ich, in einer Minute so gemacht. Ich habe mir so gedacht, das wird lustig. Das kriegt tausende Sterne. Tausende meine ich. Vielleicht halt ich selbst. Lässt sich auch daran sehen, dass ich vielleicht die Wörter spielen muss. Trotzdem ist sehr beliebt. Aber dafür werden Spiele wie GT Racing 2 zum Beispiel, was sehr richtig gut war, nicht genug gefallen ist. Absolut. Ich glaube, es ist sogar ein Musical. Ich glaube, das ist sogar das von McDonald's. Weiß nicht. Ich habe es auch gar nicht genannt, weil das war nicht nett. Ah nein, es war das von Witch Life? Nein, Animal Crossing. Ja. Irgendwo muss auch noch irgendwas von mir rausgehen, aber egal. Ich muss schon sagen, der Anfang klang jetzt gar nicht mal so schlecht.
Ich hätte es nicht geschafft, da weiterzumachen mit 200 Deutsch. Nein, ich war ja schon mal. Ich glaube, ist dann nicht das Level. Oh, Evo Raging. Das Thumbnail ist eigentlich ganz cool aus, aber ich glaube, das Level an sich war nicht so gut. Naja, es war okay, denke ich. Doch auch wenn ich jetzt heute so viele nachdenke, soll es eigentlich ganz cool gewesen sein. Ich kann mich jetzt so ein Stück weit an das Level erinnern. Aber was ich mich erinnere, das ist gut. Wow. Obwohl man natürlich sagen muss, es ist ein bisschen übertrieben. Haben wir jetzt so weit zu viel. Einfach zu bezahlen oder fast. Passage hier war auch ganz gut. Einfach hier hoch. Ja, ich finde. Ich glaube, wir haben jetzt größere Probleme als Yoshi's Verschwinden. Ich glaube, ich werde jetzt abkürzen, wenn ich hier den Propellerpilz zuerst hole, bevor ich auch durchgehe. Da sollte ich hier ziemlich okay sein. Oh, dann halt. Hey, so weit geht durch. Ich muss hier irgendwie das Level geschafft haben, wenn ich es geantwortet habe. Ich weiß, dass ich es geantwortet habe. Also, so ist das Problem. Die Stelle ist auch nicht ohne. Ich glaube, man kommt ohnehin durch die Türen durch und weiter. Naja, ich probiere es zuerst mal im normalen Weg durch. Ja, was heißt normal? Sie ist ja nicht normal. Wow! Ja, ich glaube, sowas nicht gedacht, aber ich habe mich irgendwie durchgezählt mit Yoshi. Einfach alles draufgesprungen, wurde von nichts getroffen und naja, so kann man das Leben ja auch lösen. Wenn man in etwas gut ist, dann ist man in dem einfach gut und dann braucht man auch nicht darüber rumjammern, dass man zu gut ist. Okay, haben wir noch Zeit für ein weiteres Level? Ja. Schauen wir uns doch das hier an. Der Sprung hier am Anfang ist doch nicht drin. Und habt ihr gesehen, der Koopa hat sich kurz umgedreht, weil er mich getroffen hat. Ach, bin ich so unwertig. Ja. One jump. Oh no. Ich glaube, ich hätte dort spinnen müssen. Ich habe mich gar nicht mal so schlecht angestellt. Ich glaube, ich konnte schnell packen. Jetzt wird ganz nice, wenn ich es schaffen würde. Aber es sieht doch nicht danach aus. Aber der Jump am Anfang ist gar nicht mal so schwer, wie er aussieht. Wenn man so ja, ich muss mit den perfekten Pixel springen, oder ja, das ist immer. Ich glaube, ich wollte gar nicht das so. Jetzt aber auch. Naja, für mich ist das alles. Oh, wow. Ja. So wollte ich es haben. Gut. Ich denke, das war's für diese Part. Wir haben schon was genug und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Da schließen wir dann eventuell mein Level ab. Aber das Niveau wird immer steigen. Also seid gespannt auf die nächste Part.